Hallo, hier ist wieder Heinz Klute aus dem Garten von Fritz Fuchs, der gerade im Urlaub ist. Ich möchte heute gerne über... Achi! Gesundheit, danke. Wer hat da eben Gesundheit gesagt? Hier ist doch niemand. Das ist ja seltsam. Hallo? Hallo? Das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Achi! Gesundheit. Danke. Schon wieder. Wie geht denn das? Und das klang auch noch so wie meine eigene Stimme. Wie ist das möglich? Nun, ich muss zugeben, das ist ein kleiner Trick. Den habe ich mir ausgedacht. Wie das geht, das erkläre ich euch jetzt. Ich habe vorhin auf mein kleines Diktiergerät ein paar Sätze aufgenommen. Und die kann ich jetzt abspielen. Achi! Gesundheit. Ja. Auf diese Weise kann man quasi mit sich selber ein Gespräch führen. Hallo Heinz. Hallo Heinz, wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? Danke, auch sehr gut. Ja, wenn man mit sich selber spricht, dann kann man ja ganz unterschiedlich mit sich sprechen. Man kann zum Beispiel solche Sachen zu sich sagen. Heinz, du bist ganz schön blöd. Niemand mag dich. Voll der Loser. Nun, das tut gar nicht gut zu hören. Deswegen finde ich, wenn man schon mit sich redet, sollte man doch nette Sachen zu sich sagen. Solche zum Beispiel. Mensch, Heinz, du siehst aber gut aus heute. Schön, dass es dich gibt. Wenn es dich nicht gäbe, dann müsste man dich glatt erfinden. Du bist wirklich klasse. Da geht's einem doch gleich viel besser. Also dran denken, wenn man Dinge zu sich sagt, nette Dinge. Weil ich bin ja nicht blöd. Manchmal schon. Bitte? Kleiner Scherz. Ach so. Ja, das macht Spaß. Das müsst ihr auch mal probieren. Ich mach das jetzt noch ein bisschen. Ich mag dich. Oh, ich mag dich auch. Ich mag dich noch mehr. Nein, ich glaube, ich mag dich noch mehr. Okay, du hast gewonnen. Na gut, du hast gewonnen. Nein, wir haben zusammen gewonnen. Ach, das macht wirklich Spaß mit dir. Ja, und mit dir erst. Schön, dass es dich gibt. Du bist der beste Heinz, den ich kenne. Oh, danke. Du bist aber auch ganz toll. Weißt du was? Ich heiße auch Heinz. So ein Zufall. Hier ist das Video zu Ende. Es gibt aber noch ein paar andere. Und nicht vergessen, immer schön ordentlich bleiben.